Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Frokolagers Tutorials Quickie. Diese Quickies dauern nicht länger als 1 Minute und 30 Sekunden und sollen euch kurz und präzise zeigen, wie ihr Funktionen in InDesign und ähnlichen Anwendungen nutzen könnt. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr es schafft, dass dieser Text um diese Frucht herum fließt, mehr oder weniger. Dazu wählen wir den Pfad der Frucht. Wie ihr den Pfad anlegt und wie ihr ihn nutzt, zeige ich in einem Video, das vor ein paar Tagen bereits online gekommen ist. So, dann haben wir hier den Pfad ausgewählt. Nun geht ihr ins Textumflussfenster. Falls ihr das nicht eingeblendet habt, findet ihr es auch hier unter Fenster Textumfluss. Wählt da Umfließen der Textform und schon habt ihr erreicht, was ihr erreichen wollt, und zwar, dass dieser Text um diese Frucht herumfließt. Natürlich soll jetzt hier der Abstand noch ein bisschen größer sein. Dazu wählt ihr die Frucht noch einmal aus und erhöht einfach den Abstand nach Belieben und so, dass es schön aussieht. So einfach ist es, in InDesign Text um ein Objekt fließen zu lassen. Baut's nach, seid kreativ. In diesem Sinne bin und bleibe ich euer Frokolagers. Freue mich über jedes Abo, jeden Kommentar und jeden Daumen nach oben. Tschüss und ich bin wieder weg.